Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X HD Perfect Game. Wir sind jetzt genau vor dem Kampf des gegen den Richter, besser gesagt. Und zwar mit diesem Equipment. HP Expander, Autoprotest, Autohast und Abwehr plus 20% auf allen dreien Charakteren. Goddammit. So, dann wollen wir noch die Ekstase-Technik wählen auf Kampfgeist. Nur für den Fall der Fälle, dass wir es doch brauchen, aber ich bezweifle es, beziehungsweise hoffe, dass wir es nicht brauchen. Das ist einfach nur ein Notgroschen für den Fall, dass irgendwas schief geht. So. Genau. Um dann gegen den Richter zu kämpfen, muss man einfach nur, ja, in der Liste den Richter auswählen. Und dann nach einer kleinen Zwischensequenz geht's dann auch schon los. Ja, so sieht er gut aus. Wird mal schön instruiert. Und schon stürmt auf uns zu. Und will uns irgendwie an den Kragen, glaube ich. Das sieht zumindest so ein bisschen so aus, ne? Einige werden sich wahrscheinlich wundern, warum nutzen da jetzt keine Schleife, ne? Liegt einfach nur daran, dass wir... Ah, das war schon mal verkehrt. Dass wir den Gegner sowieso so gut wie nicht an den Zug kommen lassen. Zumindest die, die uns gefährlich werden könnten. Benutzen erstmal... Was ist denn? Ich bin blind. Da. Benutzen am Anfang natürlich erstmal ein... Ganz unten. Drei Gestirn. Eins von den wenigen, die wir haben. Damit unsere MP-Kosten auf 0 reduziert werden. Damit können wir dann nämlich geistreich, wie wir sind, einfach mit Rapidschlag einschlagen. Ja, kann man auch so sagen. Und das ganz ohne MP-Kosten, das heißt, beliebig oft können wir jetzt einfach mal irgendwas zaubern, irgendwas machen. Wir können jetzt meinen, ach doch nur noch Ultima, aber nein, das verbraucht viel zu viel Zeit, wir müssen schnell die Gegner töten. Und vor allen Dingen erstmal schnell die Arme aus dem Weg räumen. So, das war der erste. Den zweiten schaffen wir gar nicht mehr, den müssen wir dann halt erstmal kurz leben lassen. Wichtiger ist aber, soweit ich weiß, der rechte Arm vom Richter, also der linke von uns aus gesehen, dass der erstmal weg ist. Verdammt, das macht sehr wenig Schaden an uns. Das ist auch gut so. Wupp. Ihr seht schon, das kann man mit einem feinen Elixier oder ähnlichem einmal wieder gegenheilen. Kein Problem. Gut. So. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal, das muss man mitzählen. Was war es schon? Sechsmal? Oh, naja. Gut, dann halt sechs. Ist aber schlecht. Bringt uns nämlich früher oder später in Zeitnot. Naja. Da hatten wir schon irgendwie geschaukelt bekommen, das Pferd. Es ist nur wichtig, dass der Richter nicht am Zug ist, während diese beiden Arme draußen sind. Das kann spätestens in der zweiten Phase dann doch mal verheerend werden. Da kam es übrigens deutlich einfacher mit Riku, wenn man da einfach noch was bastelt. Aber ihr kennt mich ja, ich versuche es immer zu vermeiden. Okay. Der linke Arm ist wieder erschienen, das heißt, wir gehen erstmal wieder auf den linken Arm mit einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. Und dann greifen wir wieder den Körper an. Das geht einfach nur darum, dass er so weit geschwächt ist, dass er beim nächsten Angriff sterben würde. Gut, jetzt haben wir das Problem, dass der Richter am Zug wäre. Mit zwei Armen gefällt mir das überhaupt nicht. Da läuft halt noch intern so ein Counter mit. Ich glaube, immer wenn er am Zug ist oder wenn er angegriffen wird, bekommt er einen dazu. Und sobald der über 19 ist oder sowas, dann macht er seinen ultimativen Mega-Angriff. Aber ich beschäftige mich ungern mit irgendwie solchen Geschichten. Ich kämpfe einfach und ja, verlasse mich auf mein Gefühl. Zweimal. Dreimal, viermal und fünfmal. Ist er wieder so weit geschwächt, dass er uns nicht mehr nerven kann. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, um den Richter anzugreifen. So. Wieder Verdammnis. Ganz entspannt, kein Problem. Wir machen halt irgendwann mal dann irgendwie zwei, drei Runden reine Heilung.
bis auf halt die Arme wieder zu zerstören. So, greifen wir einmal an und zerstören dann erstmal den Arm. Nicht, dass er dran ist, das wäre ja schlimm. Würde halt nur unnötig Schaden machen. Wenn man Glück hat, macht er nur einen Gemachka oder sowas. Wenn man Glück hat, wohlgemerkt. So, da wäre ich jetzt mal an der, dafür erstmal mich hochzuheilen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Einmal. Zweimal. Heilen. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So, was macht der Richter? Vermutlich wieder Verdammnis. Jawohl. So, viermal in den linken Arm muss man sich halt so ein bisschen immer mitzählen, immer merken. Man kann sich ja auch irgendwie Notizen machen auf einem Dokument oder sowas. So, fünfmal. Ich mache es einfach jetzt mit laut mitzählen und hoffe, dass es reicht. So. Jetzt haben wir das gerade relativ gut unter Kontrolle, deswegen mache ich mal kurz die Heilungsphase, die ich meinte. Bis der zweite Arm auftaucht, wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Denke ich mal. Man muss dann halt bloß darauf achten, dass der linke Arm, bevor er dran ist, getötet wird. Denn da sind wir ohne Schleife etwas hilflos ausgeliefert. Ja, genau. Da ist auch schon der zweite Arm. Gucken wir mal kurz. Ja, das ist so schlimm. Da ist der rechte Arm halt mal eventuell dran. Nee, ist er nicht. Wir müssen bloß halt, wie gesagt, bevor der linke Arm dran ist, schnell mit Wacker ihn ausschalten. So. Einmal Rapidschlag. Und tschüss. Deswegen zählt man halt genau mit, dass man immer genau weiß, okay, ich habe noch Zeit. Oder eben, scheiße, es ist vorbei. Im schlimmsten Fall zumindest. So, einmal. Zweimal. Scheiße. Dreimal. Ist halt ein bisschen nervig, dass man immer so weit runterscrollen muss. So, dreimal, wieder Verdammnis, Klassiker. Mhm. Entspannt. Keine Panik. Dreimal. Dann hätten wir viermal und fünfmal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Ein bisschen zumindest. Heil diesmal nur einmal schnell gegen. Dann greifen wir mal wieder einen Richter zweimal an. So. Bevor der rechte Arm wieder zum Angriff kommt, wieder schnell töten. Immer nur hoffen, dass man sich nicht verzählt hat. Das wäre natürlich dann bitter fatal. So. Und dann halt mal wieder ein bisschen was auf den Richter geben, dass der auch mal wieder was abbekommt. Okay. Dennoch sollte man immer versuchen, die Arme möglichst knapp zu töten, sodass man halt immer möglichst viel Zeit hat, bevor die wieder gespawnt werden, sag ich mal. So, wieder anschwächen. Eins. Zwei. Drei. Das ist echt stupide. Vier. Und fünf. So, die HP sehen gut aus. Ich greife mal eine Runde den Richter an. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen knapp mit dem zweiten Arm. Weil wenn jetzt nach dem Angriff der zweite Arm erscheinen würde, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich nehme mal lieber raus. Weiß gar nicht, wie viele Runden das dauert. Ich spiele halt, wie gesagt, einfach nur sehr gerne nach Gefühl. Auch wenn ich dadurch mal ab und zu uneffektiv arbeite. Was soll's. Okay, dann machen wir noch eine kleine Heilungssession, bis der zweite Arm wieder erscheint. Owen werde ich wahrscheinlich sterben lassen, werde ich nicht weiter hochheilen, das lohnt sich nicht. Gut, zu viel zu dem zweiten Arm. Das heißt, eins, zwei, drei, du heilst, vier und fünf. So, du greifst an. Und Owen wird jetzt einfach der Heiler erstmal bleiben. Wieder die Verdammnis. Ganz entspannt, wie immer. Bis er halt irgendwann mal in seiner zweiten Phase ist. Dauert einen Moment. Wie gesagt, der Kampf ist nicht gerade kurz. Haben wir einmal da drauf. Dann haben wir nochmal
da drauf. Doch. Erscheint der zweite Arm und Arwen nimmt den rechten Arm raus. Das ist ganz genau so, wie man es eigentlich haben möchte. Perfekt. So. Dann müssen wir natürlich mit dem linken Arm einschwächen, dass er uns hier keine Probleme bereitet. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Und natürlich auch ein fünftes Mal, weil es da so viel Spaß macht. So. Und ihr seht schon, das ist ein sehr aufwendiger Kampf. Es dauert eine ganze Weile. Da sollte man sich auch dementsprechend relativ gut vorbereiten. Ja. Da heilen wir kurz schon mal. Das Teil, das nicht so tief fällt. Also Arwen darf er ruhig in den Keller fallen, dann darf er mir auch noch gerne sterben, das ist so schlimm. Da verlieren wir halt bloß ein paar Rundlein, aber dann können wir den wenigstens gleich mit vollem Leben wiederbeleben. Das erspart uns ein bisschen die Heilung. So. Der heilt auch normal. Muss man leider ab und zu mal einlegen, wenn man mit dieser Taktik spielt zumindest. So, du tötest den Arm bitte. Dankeschön. Im Gleichschritt erscheint wieder der rechte, das passt natürlich jetzt. Und den müssen wir natürlich auch wieder anschwächen. Mit Rapidschlägen, wie immer. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wieder der Richter mit seinem tollen Superzug. So, dreimal. Muss man es halt immer wieder merken, ne? So, haben wir viermal. Und da haben wir fünfmal. So, machen wir eine Richter-Session. Greift nur den Richter an, bis halt irgendwie es nötig wird einzugreifen. Ab und zu ergibt sich halt diese Gelegenheit. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist, wie nah der zweite Arm am Richter dran ist. Also von der Zeit her. Ah ja, hier ist jetzt die zweite Phase. Haben wir den so weit runter geschossen. Da verliert er sein unterstes Stück, damit auch seinen Angriff Verdammnis. Aber das soll nicht heißen, dass er dadurch schwächer wird. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Schnell den einen Arm wieder wegnehmen, bevor er hier seinen Mega-Angriff macht. Das muss nicht sein, mein lieber Freund. Licht des Untergangs. Eine seiner neuen Fähigkeiten. So. Zerstört natürlich die MP. Gut, was soll's. Wir haben MP 0. Kriegt dann natürlich auch noch den Konter ins Gesicht. Jetzt, da es kein Flächenangriff mehr ist. Und genau das ist eigentlich auch schon das Einfachere, würde ich fast sagen. Ich meine, mit MP 0 haben wir sowieso keine MP-Kosten. Bevor wir jetzt aber irgendwas anderes machen, müssen wir wohl übel erstmal den linken Arm schwächen, bevor er irgendwann mal drankommen könnte. Eins. Zwei. Draw. Ja. Richter. Wir sind bei drei, müssen wir uns immer merken. Dann du da. Leider ist dann alles Pressure dabei gewesen, das habe ich gerade übersehen. 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, kriegen wir noch ganz genau hin. Rapidschlag. 4, 5 und natürlich die Nummer 6. Darf halt bloß nicht rankommen, das ist das Problem daran. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Arwen immer noch 0 MP hat. Muss ich mal schauen. Wenn nicht, muss ich halt fix dem wieder ein Zweigestirn oder so von Kopf werfen. Geht natürlich. Jetzt muss man halt nur darauf achten, dass man ab und zu mal mit Anti-Z sich von seinen Debuffs befreit. Deswegen lohnt sich auch Schutzengel nicht wirklich, weil man jetzt hier mehr debufft als alles andere. Okay, kriegt er wieder einen Konter zurück. Flupp. So kann man den natürlich auch besiegen. Einfach nur mit Kontern. Dauert halt nur eine Weile. Ja, okay. Das heißt, das kann er auch selber machen. Wo ist es? Wo ist es? Da. Achso. Ich
will immer mit der R2-Taste runterscrollen, aber natürlich geht das nicht. Es ist da. Zwei-Gestirn. Ist halt das Pendant zum Drei-Gestirn. Halt bloß für einen Charakter. So, weiter geht's. Einmal. Zweimal. Nee. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. So, dann wollen wir uns kurz noch wieder debuffen, kann man so sagen, ja. Panzerbrecher halt, ist das Problem daran. Flupp. Wäre dann damit wieder weg. Und wir haben sogar mal Zeit, um ihn anzugreifen. Aber bevor jetzt hier irgendwas schief geht, nehmen wir erstmal den zweiten Arm raus. Gerade weil wir auf diesen risikoreichen, ohne Schutzengel... Ja, genau, genau das meine ich. Ich habe das gesehen. Damit muss man rechnen. Genau das muss man abschätzen, mitzählen, wie auch immer man das machen möchte. Aber genau das ist das Problem. Man muss immer irgendwie aufpassen. Okay. Kriegt er wieder ein Konter. Das ist auch das meiste, was wir dem jetzt zutun werden als Schaden. Wow, das ist ein gutes Deutsch gewesen. Nicht. Okay, bevor wir irgendwas machen, machen wir fix... Doch, wir machen fix Anti-Z. Wir machen ganz fix Anti-Z. Wupp. Und dann natürlich wieder Rapidschlag auf den rechten Arm. Bis zum Ende, bis zum bitteren Ende. Dreimal. Viermal. Dann, du heilst dich erstmal in aller Ruhe, glaube ich. Oder? Fünfmal, sechsmal. Doch, die töten ihn noch. Besser ist. Fünfmal. Und natürlich auch das sechste Mal. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so knapp beieinander erscheinen wird. Bezweifle ich. Ja. Aber lieber zu früh töten als viel zu spät. Denn wenn man dann tot ist, ist man halt tot. Und eine Runde verschwenden für Schutzengel, was eh nicht viel bringt, ist halt, naja, suboptimal, sag ich mal. So, zack, kriegt ihr wieder sein Konter. Dann machen wir erstmal wieder unser Anti-Z, natürlich. Auf Auron. Blub. Dann heilt Auron heute mal ein bisschen gegen. Er macht halt nicht mehr so viel Schaden, das ist das Gute. Also wir müssen kaum noch gegenheilen. Man muss sich bloß immer darum kümmern, dass man den Rhythmus beibehält. Mit dem Töten von den Armen. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Der ist zu einer ganz doofen Zeit erschienen. Greifen wir den zuerst an. Wir gucken mal, wie es entwickelt. Also, eins. Zwei. Wir versuchen ihn sogar einfach gleich zu töten. Obwohl es leider nicht geht. Drei. Oder? Na doch, es geht theoretisch. Vier, fünf, sechs. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein. Und heile hier einfach mal gegen. Ganz dreist. Hoffentlich erscheint jetzt nicht der zweite Arm. Gott. Das wäre jetzt nämlich der Tod gewesen. Muss man einfach so sagen. Das wäre der Tod. Das ist halt immer das Einzige, wo man sich Sorgen drum machen muss, dass zwischen dem eigenen Zug und dem Zug des Richters noch der zweite Arm erscheint. Kriegt er wieder sein Konter. Ah, ist doch noch Platz gewesen. Mensch. So, da heilen wir da einmal normal gegen. Dann machst du einmal deinen Rapidschlag auf denen. Bevor er noch irgendeinen Mist macht. Und dann heilt Owen Wackers Anti-Z. Also Wackers Panzerbrecher. So. Klink. Okay. Rapidschlag. Natürlich wieder. Okay. Eins. Nein. Kann man nicht immer machen, aber... Zwei. Okay, wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt. Drei. Vier. Fünf. Gut, Licht des Untergangs. Bin immer froh, wenn das kommt, bevor irgendwas erscheint.
Okay. Wieder schön kontern, ne? Das ist ja das Schöne an den Waffen. Hier lohnt sich wirklich mal der Konter. So, dann machen wir erstmal wieder fleißigst den Panzerbrecher weg. So, dann heilst du fleißigst das gleich wieder hoch. Das ist halt schön, dass das super ergänzt. Also, wir haben ungefähr 13.000 Schaden, wir heilen ungefähr 13.000. Das passt halt einwandfrei. Okay, den wieder aus dem Weg geräumt, bevor er irgendwas verkehrt macht. Und der zweite erscheint wieder. Okay. Eins. Zwei. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Drei. Vier. Fünf. Jetzt bin ich wieder in dieser Zwickmühle. Der ist erst so spät dran, ne? Ich traue dem Ganzen gerade nicht. Ich nehme den mal lieber raus. Fuck off. Lieber so als andersrum. Wäre viel fataler, wenn ich jetzt wirklich den übrig lassen würde und dann der zweite Arm einfach mal kommt. Der wird wahrscheinlich auch zeitnah jetzt kommen. Vermute ich mal. Wieder schön kontern. Jawohl. So, erstmal wieder mit Anti-Z das Ganze kurieren. Dann kannst du das gleich wieder gegenheilen. Und du kannst direkt mal angreifen. Passt doch. Einmal. Zweimal. Okay. Dann geht's jetzt erstmal auf den Arm. Willst du mich wohl auf den Arm nehmen, was? Einmal. Zweimal. Dreimal. Licht des Untergangs, natürlich. Dreimal den linken Arm angegriffen, muss man sich wieder merken. Wieder schön kontern. Dann haben wir viermal. Und fünfmal. Und jetzt können wir warten, bis er dran ist. Beziehungsweise bevor der Richter dran ist, das ist das viel Wichtigere. Dann wieder mit Anti-Z das Ganze kurieren. Okay, es erscheint auch der rechte Arm. Jetzt können wir das mal schön steuern. 2, 4, 5. Da werden wir nochmal was dazwischen quetschen. Jawohl. 1. 2. 3. 4. Okay, 4. Wahrscheinlich werde ich kein fünftes Mal dazwischen bekommen. Nein. 4. Das ist halt schön, dass man den so wunderbar kontrollieren kann, wenn man das einmal verstanden hat. So, den rechten Arm haben wir 4-mal angegriffen. Okay. Wann ist denn der dran? Ach, erst viel später, okay. Dann haben wir 5-mal. Dann machen wir uns erstmal wieder schön sauber mit Anti-Z. Wop. Da seht ihr auch wirklich schon, Schutzengel ist halt nicht unbedingt zu empfehlen. Okay, machen wir uns erstmal mit Fikra wieder flott. Und ja, ich baue wirklich auf Konter. Sehe ich auch keinen Grund, warum man es nicht machen sollte. Es funktioniert halt. Aber jetzt haben wir mal hier eine Runde, wo wir was machen können. Wahnsinn, ne? Und wahrscheinlich wird das hier nicht mehr reichen, noch was dazwischen zu quetschen. Nope. Müssen wir den zweiten Arm erstmal rausnehmen. Okay, bevor wir jetzt hier irgendwas noch machen, heilen wir mal Owen ausnahmsweise. Er gibt sich ja gerade so schön und wir greifen den Richter direkt an. Nochmal, bis hoffentlich mal wieder ein Arm erscheint. Immer noch keiner erschienen, nicht, dass das nachher noch ziemlich knapp wird, aber dafür habe ich ja zum Beispiel die Ekstasen übrig, dass man dann notfalls wirklich mal einfach was schnell dazwischen hauen kann. Okay,
Wieder schön kontern, jawohl. Erscheint der Arm, jawohl. Perfekt. Da haben wir natürlich wunderbar viel Zeit. Aber ich habe hier wieder Angst, dass das ein bisschen knapp werden könnte. Werden wir sehen. Bevor wir irgendwas machen, heilen wir schnell Tidus, dass ich ja nicht vergesse. So, hoppsala. Dann Rapidschlag, wie immer, auf einen der Arme. Haben wir einmal, haben wir zweimal, haben wir dreimal, haben wir viermal, haben wir fünfmal und haben wir mal wieder einen Richterangriff. Erscheint der zweite Arm. Deswegen stellt den linken wieder töten. Den rechten, ignorieren wir den noch oder greifen wir den gleich an? Weiß gar nicht. Der hat aber noch viel Zeit. Naja, wir greifen ihn zumindest schon mal an. Schwächen ihn einmal. So, Licht des Untergangs. As always, good old story. Kein Problem. Rechter Arm einmal. Muss man sich, wie gesagt, immer nur ins Gedächtnis zurückrufen, dass man das nach und nach angeht. Bloß keine Hektik aufkommen lassen. Gerade in der Dreiergruppe ist der Kampf wirklich nicht sehr schwer. So, einmal den rechten haben wir jetzt. Heilen wir erstmal mit der Tidus. Flupp. So, zweimal den rechten. Heilen wir erstmal wieder Tidus. Haben wir dreimal den rechten. Da haben wir viermal den rechten. Gleich. Vier. Okay, wir haben fünfmal den rechten und den nehmen wir jetzt auch gleich raus, dass es ja nicht irgendwie zu Komplikationen kommen könnte. Wunderbärchen. Man muss ja halt nur mit dem gewissen Abstand zueinander töten, dann ergibt es, also dann hat man auch kaum Probleme. Okay. Ja, Konter, sehr wichtig. Immer wieder kostenloser Schaden für uns. Ich meine, wir heilen uns hier wirklich nur mit Magie. Also es ist wirklich komplett kostenlos, was wir betreiben. Bis auf die drei Gestirne, die man sich natürlich neu erfahren könnte. Okay, einmal. Zweimal. Es erscheint erstmal wieder ein Arm. Okay. Erkennt man immer kurz an der Pause, die dann ist. Greifen wir den natürlich zuerst an. Du kannst aber ruhig nochmal kurz gegenheilen. Die Zeit haben wir, glaube ich. So, ich heile mich übrigens immer nur so hoch, damit ich wirklich für einen Notfall dann auch mal Reserven habe, wenn ich mich mal nicht mehr heilen kann. Wenn ich mir irgendwie hier das Ganze verbockt habe oder so. So, Licht des Untergangs, wunderbar, genauso wie es sein soll. Der hat halt ein verdammt regelmäßiges Muster. Man muss dieses Muster nur irgendwie im Gefühl haben. Also wie gesagt, ich gucke überhaupt nicht drauf, ich zähle überhaupt nicht mit oder so, also außer jetzt, wie oft ich ihn angegriffen habe. Aber ich gucke überhaupt nicht drauf, wann ich einen Arm getötet habe oder so. Das ist einfach nur nach Gefühl. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie oft ich den linken schon getroffen habe. Deswegen greife ich jetzt einfach mal an. Laufen, dass er stirbt. Okay. So, es müsste auf jeden Fall gleich der rechte erscheinen. Ja, gutes Zeitgefühl, muss ich mal so sagen. Haben wir einen. Haben wir zwei. Habe ich schon. Haben wir zwei. Ich muss da kurz nachgucken. Haben wir zwei. Okay. Haben wir drei. Haben wir vier. Haben wir fünf. Und suche nochmal einen kostenlosen Angriff. Mensch. Also fast kostenlos. Hätte natürlich auch heilen können. Einen guten Titus zum Beispiel. Ja, der Richter, ne? Ist eine Wissenschaft für sich, dauert ein Weilchen, wie gesagt. Das Schwierigste ist eigentlich die erste Phase. Das ist deutlich komplizierter. Weil er da halt an jedem Gegner, also an jedem von uns, einmal mal 10.000 Schaden macht. Und so macht er halt nur 13 an einem. Ist entspannt, würde ich sagen. So, der Rechte ist vollkommen angeschwächt. Das heißt, wir können uns komplett auf die Heilung erstmal konzentrieren. Flump. Und... nee. Heil dich ruhig mal selbst. Übrigens, schneller heilen kann man sich mit Elixieren. Ich will bloß zeigen, dass es auch ohne geht.
kein Problem. Also, man heilt sich natürlich auch ein bisschen mehr mit normalen Zaubern. Keine Frage. Du kannst auch nochmal kurz heilen. Da teilt es zum Beispiel wieder fast volle HP. Wacker wird den rechten Arm töten. Und dann sollte auch der linke gleich wieder erscheinen. Als ob ich sie selber raufbeschwöre, wa? Okay, da bleibt man dabei. Rapidschlag auf den Arm. Rapidschlag auf den Arm. Jetzt sind wir bei 2. Licht des Untergangs. Oh, welch Wunder. Er hat halt nur 2 Angriffe. Das ist einmal dieser Angriff und einmal der Angriff, den er macht, wenn beide Arme da sind. Und den möchte ich euch nicht zeigen, denn er macht an dem Charakter 99.999 Schaden. So, 2-mal den linken haben wir jetzt. Konter, plepp. Dann haben wir 3-mal den linken. Dreimal den linken. 4-mal. 5-mal. Dann kannst du schon mal wieder gegenheilen. Ich kämpfe halt wirklich fast nur mit dem Konter. Aber das reicht ja auch. Verdammt, war ich jetzt bei 4 oder 5-mal? Greif erstmal 2-mal direkt an. So. Rapidschlag. Okay, ich war schon bei 5-mal. Sehr gut. Gut. Lieber auf Nummer sicher gehen, wie gesagt. Jetzt könnte ich zum Beispiel, jetzt ist eigentlich mal so eine Zeit, wo man durchaus mal einen Ekstase raushauen könnte. Aber guckt mal, wie Wacker dadurch absackt, ne? Das ist schon... Er sackt halt um einen Slot ab. Ich glaube, das kontert er nicht mal. Ist aber halt eine gute Möglichkeit, um einmal mehr Schaden auszuteilen. Habe halt, ja, volle HP, mehr oder weniger. Lohnt sich halt nicht zu heilen zumindest. Und zumindest machen wir mehr als 100.000 Schaden. Wenn auch nicht viel mehr, aber etwas. Leider. Aber 20 mal 13 sind es, glaube ich. 13 Angriffe sind immerhin 260.000. Stimmt das? Ja, doch, ungefähr. Also 200.000 haben auf jeden Fall Schaden gemacht. Okay, da erscheint auch der zweite Arm. Sogar nach seinem Angriff. Ich hätte damit gerechnet, dass er noch davor kommt, aber na gut. So, wir heilen natürlich erstmal wieder den Wacker. Wacker, Wacker. Nicht, dass der gute Kollege uns hier noch abkackt. Dann haben wir einmal. Da haben wir, bevor wir noch irgendwie heilen, haben wir 2-mal. Haben wir 3-mal. 4-mal. 5-mal. Und er ist wieder sehr nah dran. Ich will noch kurz mal... Ja, ich heile einfach mal gegen. Bietet sich gerade wieder an. So. Und 6-mal. Okay, kommt das erste Licht des Untergangs. Sehr gut. Kann man sich für nächste Runde merken, denn das wird dann wahrscheinlich auch nächste Runde wieder so sein. Dass wir quasi bis nach seinem Angriff warten können. Okay, wir müssen Arwen heilen. Natürlich nach seinem Konter. Okay, Weißmagie. Anti-Z. Auf Arwen. Dann. Na doch, wir greifen mal an. Mal gucken. Müsste ja jetzt gleich wieder der Arm kommen. Na genau. Mit Ansage. Dann kann sich Arwen schon mal heilen. Dann greifen wir den Arm an. Nämlich. 1-mal. 2-mal. Huch. Nee. 3-mal. 4-mal. Und sogar noch ein 5. Mal. Sehr schön. Und wieder Licht des Untergangs. Ist ein sehr regelmäßiger, sehr gechillter Kampf. Auch ohne Items kann man das durchaus ohne Problem schaffen. So, den linken haben wir schon komplett angeschwächt. Jetzt kommt wieder der Konter. Wir können wieder Owen kurz gegenheilen mit Anti-Z. Da geht auch nichts schief. So.
Dann werden wir erstmal den Richter angreifen. Den Richter angreifen. So, dann kommt der rechte Arm, also der linke Arm von ihm aus gesehen. Ich sage halt immer von meiner Sichtweise aus. Dann haben wir den linken Arm, den wir erstmal entschärfen. Weil wir auch gleich auf den rechten gehen werden. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Ah, die Musik im Hintergrund ist auch echt nicht schlecht. Also gerade mit den Fanfaren hat schon was, ne? Ist cool. Ist halt auch so ein epischer Bosskampf, der immer Ewigkeiten dauert. So muss es auch sein, ne? So, den rechten Arm haben wir komplett angeschwächt. Der Konter kommt natürlich wieder auf den Fuß, folgt auf dem Fuße. Da wollen wir jetzt erstmal kurz wieder gegenheilen mit Anti-Z. So. Ist halt schon witzig, dass man sich mit Anti-Z gegenheilt. Dann kannst du erstmal heilen. Dann kann Tidus direkt mal den... Wacker sage ich schon. Wacker, stimmt, der ist auch noch dran. Moment. Ah, verdammt. Der schleicht sich nochmal schön nach vorne, das ist cool. Da kann er nochmal einen Angriff schaffen. Und dann natürlich noch den Arm entschärfen. So. Flupp. Dann kann der, wenn er gerade mal Zeit hat... Owen töten. Heil. Und lernt dabei noch Barmherzigkeit. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen sinnlos. Also... An dem Gegner kann man auch sehr gut nochmal die Ekstasen auffüllen, ne? Man muss sich halt sehr viel heilen und sowas. Man kann halt auch von dem Gegner fliehen, ne? Also man kann jetzt hier auch einfach sagen, nö und tschüss, kein Bock mehr. So ist es nicht. Deswegen werde ich auch, nachdem ich ihn besiegt habe, ihn nicht abspeichern, dass ich ihn besiegt habe. Sondern ich werde halt resetten und von da davor wieder anfangen, ne? So einfach ist das. Das Einzige, was ich halt machen werde, ist halt... in dem normalen Spielstand dann quasi, wie heißt es? Ja, genau, den Kampf machen und dann wieder fliehen, damit ich halt mir alles kaufen kann in der Oper. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier keine Arme erscheinen. Ich hoffe mal, es erscheint jetzt nur einer gleichzeitig. Okay, noch keiner. Dann könnte es trotzdem sehr eng werden, da muss ich mich hier bereithalten. Es kann sein, dass ich jetzt eine Runde nicht heilen kann, wenn überhaupt ein Anti-Z hinbekomme. Okay, Konter. Wahrscheinlich auch erstmal. Also Konter und dann gleich Arm erscheinen. Gehe ich mir schwer von aus. Ja. Okay, wir müssen trotzdem kurz heilen. Das nützt nichts. Ich brauche jetzt Anti-Z. Also heilen nicht, aber Anti-Z muss sein. Kein Bock, dass er mir hier abnippelt. Das Heilen muss auch nicht unbedingt sein gerade. Der hat 81.000 HP. Das ist mehr als genug. So, Rapidschlag. Natürlich. Einmal. Haben wir zweimal. Haben wir dreimal. Haben wir viermal gleich. Viermal. Und wir haben fünfmal. So. Greifen wir erstmal nochmal den Richter an. Greifen wir nochmal den Richter an. Und den Arm. In einer gewissen Angst, dass jetzt der Arm erscheint und dann der Angriff erfolgt. Okay. Wir wären sicher gewesen. Das geht wieder auf Tidus, so wie es aussieht, oder? Ist das Wacker? Nee, ist Wacker. Nö. So, erscheint wieder der rechte Arm. Trotzdem erstmal, wie immer, mit Anti-Z die Zustandsveränderung beheben. Dann wieder mit Rapidschlag den Arm bearbeiten. Arm bearbeiten ist auch so ein schöner... So eine schöne Wutgruppe. So, dreimal angegriffen. Dann haben wir jetzt viermal angegriffen gleich. So. Und fünfmal angegriffen. Dann werden wir jetzt erstmal uns wieder der Heilung widmen. Zweimal. Genau das, was wir brauchen. Perfekt. Einmal Fikra. Zweimal Fikra. Und Wacker nimmt sich dann wieder den Arm vor. So. Hau weg. Ist halt eine quasi idiotensichere Taktik, ne? Also man muss halt bloß ein bisschen ein Gefühl haben, wann die Arme erscheinen und wann nicht. Aber generell, wenn man Stats gemaxt hat, dann ist das alles easy peasy lemon squeezy. Anti-Z, Fikra, fertig.
Braucht nicht mal irgendwie Fallenelixiere zu werfen. Das wäre ja die zweite Möglichkeit, dass man einfach sich mit Fallenelixieren behilft. Und somit dieser Fikra-Sperre aus dem Wiki, da man ja mit Jonglieren quasi kostenfrei immer Items werfen kann. Nee, ich wollte heilen, ganz normal. Obwohl das eigentlich... Na doch, ich heile lieber jetzt. Das ist besser. Da jeden Moment auch der Arm erscheinen könnte. Oh, da ist er auch schon. Okay, da ist er auch schon. Da haben wir... Huch, nee. Einmal. Haben wir zweimal. Haben wir... Dreimal. Und wir haben viermal. Gut, Licht des Untergangs. Genau das will man ja immer lesen. Man will nichts anderes lesen. Immer bloß diesen einen Popel-Angriff, der überhaupt nichts macht. So. War es bei dreimal, ne? Oder viermal? Scheiße. Ich glaube viermal. So. Wieder mit Anti-Z behelfen. Flump. Wieder mit. Ja. Na doch, wir haben Zeit. Wieder mit Fikra hochheilen. Okay, sagen wir, wir waren bei viermal. Das heißt, wir sind jetzt bei fünfmal. Wäre trotzdem zwei Angriffe, bevor er dran ist, schon auf den Arm gehen. Der Angriff geht aber nochmal gegen den Richter. So, das heißt... Hallo, Arm. Ja, da ist er weg. Okay, hat er schon richtig mitgezählt, mitgedacht. Gut. Einmal, ne? Gutes altes Spiel. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Haben wir wieder Richter mit seinem Licht des Untergangs. Was irgendwie nicht so untergängig ist. Okay. Natürlich machen wir wieder mit Konter schön Schaden, ne? Muss sein. Flop. Okay, haben wir viermal. Haben wir... Erstmal wieder Anti-Z. Da haben wir fünfmal auf jeden Fall. Und natürlich wieder Gegenheilung. Ab jetzt lohnt sich das halt. So, dann haben wir immerhin schon mal wieder zwei kostenlose Angriffe auf den Richter. Wirklich kostenlose Angriffe. Einfach nur freigespielt durch geduldiges, in aller Ruhe, Gegner ausschalten, also Arme ausschalten. So. Zack, weg ist er. Wow, sogar noch ein Freizug. Alter Falter. Hier ist was los. Sogar noch einer. Jetzt geht's los hier. Guck da. Jetzt erscheint der Arm. Und den greifen wir auch direkt an. Mit einmal. Licht des Untergangs. Ganz normal. Ganz entspannt. Wir müssen uns auch langsam dem Ende nähern. Ich habe euch wahrscheinlich auch mal eingeblendet, wie viel Schaden ich schon gemacht habe. Insofern mir das möglich war. Beziehungsweise wie viel Leben er noch übrig hat. Also für euch ist das alles ein bisschen... einfacher nachzuverfolgen. Ich muss hier ein bisschen mitzählen. Apropos mitzählen. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. Hoffentlich. Ja. So, dann können wir jetzt wieder mit Anti-Z Auen bearbeiten. Auen bearbeitet sich selber mit einem Fikra und dann nehmen wir den linken Arm noch weg. So. Ach, kann ich sogar nochmal kostenlos angreifen. Ganz kostenlos. Aber das sind ja wieder zu eng aneinander. Ich will lieber den Arm erstmal rausnehmen. Flupp. So, kommt wieder Licht des Untergangs. Vom armlosen Richter. So soll es ja eigentlich nicht sein. Er sollte immer genau einen Arm übrig haben. Aber manchmal ist mir das wirklich ein bisschen zu eng. Kommt wieder unser Konter. Flack. Da kommt auch schon der Arm. Siehste? Es war eng. Da war bloß noch wahrscheinlich irgendwie ein oder zwei Ticks dazwischen. Das ist sehr wenig. Okay. Heilen wir diese Runde, glaube ich, mal noch nicht. Vielleicht, wenn ich am Ende Zeit habe. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann haben wir... Viermal, fünfmal, ja, das reicht.
Also, dreimal den rechten haben wir. Dann haben wir viermal den rechten. Fünfmal den rechten. Und ich gehe schwer davon aus, dass der Arm jetzt nicht erscheinen wird. Deswegen einmal mal zwei Direktangriffe. Genau. Also wenn man den Arm wirklich ganz genau vom Zug des Richters besiegt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen im nächsten Zug. Dann wird der Arm nämlich erst knapp danach wieder erscheinen. So. Nun muss man jetzt zusehen, dass man den Arm natürlich los wird, bevor er dran ist. Weiß gar nicht, fünfmal? Ne, sechsmal, ne? Ja. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Zeit, um uns zu heilen. Anti-Z auf Wacker. Dann könnte ich auch nochmal ein Fikra auf Wacker machen. Ja, wir haben Zeit. Wahrscheinlich wird jetzt erstmal wieder der Arm erscheinen. Ja. So. Eins. Huch. Zwei. Nee. Drei. Vier. Vier. Muss man sich immer wieder merken. Vier, ne? Okay, dann haben wir vier. Da haben wir den Konter natürlich. Da haben wir fünf. Da ist er nämlich zum Sterben bereit. So makaber das auch klingt. Dann haben wir Anti-Z wieder auf Waka. So wird ganz schön oft getroffen, fällt mir gerade so auf. Heilen lohnt sich in dieser Runde nicht. Da würden wir ihn wahrscheinlich nur aufs Maximum heilen. Das lohnt sich nicht. Oh, mach ich mal immerhin Freiangriffe. So. Huch, nee. Muss man uns den linken Arm wieder merken, der ist wieder gefährlich nah am Spawn des Richters. Also ich werde auf jeden Fall den rechten Arm vorm Zug des Richters töten müssen. Wahrscheinlich, weil er jetzt auch gleich wieder erscheint. Ja. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl, würde ich sagen. Ich meine, das wiederholt sich auch immer bloß. Halt einmal heilen, einmal Anti-Z, ne? Und dann draufhalten. Sind wir bei 2, sind wir bei 3. Licht des Untergangs. So, sind wir bei 4. Sind wir bei 5. Dann hätte ich gerne wieder einmal kurz Heilung zum Mitnehmen mit Anti-Z. Wieder mal auf Walker. Da lohnt sich jetzt auch wieder mal eine Heilung. Nee. Und zwar mit Fikra. Dann kann Tides eigentlich direkt mal direkt angreifen. Was ist das? Der Arm ist sogar noch vorm Richter dran. Das passt ganz genau. So. Rapidschlag. Rapidschlag. Und Rapidschlag. Immer schön rollen das R beim Rapidschlag. Und damit sollte auch der linke Arm wieder erscheinen. Na, auf Kommando? Na klar. Und weiter geht's auf den linken Arm. Mit einmal. Ist halt echt stumpf, ne? Aber was willst du machen? Ist halt eine Safety-Taktik. Okay, wir haben links einmal. Wir müssen Owen heilen. Das heißt, erstmal Anti-Z auf Oren. Das geht natürlich wieder vor. Dann können wir uns mit Fikra nochmal schnell behelfen. Reicht das noch? Ja, das sollte reichen. Wir haben einmal links. Ja, doch. Zweimal links. Dreimal links. Könnte doch noch relativ knapp werden, wa? Nee. Dann haben wir viermal links. Na? Wir haben fünfmal links. Und wir greifen den Richter nochmal an. Bevor jetzt irgendein Arm erscheint, beziehungsweise bevor der überhaupt dran ist, erstmal den linken ausschalten natürlich. So, und erscheint der rechte Arm? Nein. Okay. Der linke würde jetzt auch nach dem Richter erscheinen, kann man sich wieder merken, da wir ihn ja gerade knapp vor dem Richterzug getötet haben.
Da wird er erst nach dem Richterzug wieder erscheinen. So, wups. Wieder schön der Konter. Erscheint auch wieder der rechte Arm, pünktlich. Aber wir wollen uns erstmal wieder dem Heilen widmen. Mit Anti-Z. Flump. Und Weißmagie Fikra. So. Okay. Haben wir einmal. Haben wir zweimal. Haben wir... Ach, das ist so nervig. Haben wir dreimal. Haben wir viermal. Und wir haben sogar noch genau pünktlich fünfmal. So. Nichts Untergangs. Wie gewollt. Also wenn man den durchschaut, ist er wirklich schon schwer, wie ihr seht. Also es ist wirklich bloß eine Frage der Zeit, bis er stirbt. Eine Frage der sehr, sehr, sehr langen Zeit. Okay, wieder Konter. Das ist ja immer unser einziger wirklich freier Zug, kann man so sagen. Machen wir Anti-Z erstmal auf Tidus. Der rechte Arm ist ja schon vollkommen angeschwächt mit 5 Angriffen. Dann kannst du auch direkt nochmal hochheilen. Lohnt sich gerade so. Bam. Und wir haben einen kostenlosen Zug. So können wir theoretisch einen zweiten. Na, der linke Arm erscheint gerade. Okay, dann nicht. Das heißt, wir nehmen erstmal den linken nochmal in die Mangel. Und dann nehmen wir erst den rechten raus. Pitschschlag. Los. Wunderbar. So, haben wir zweimal. Haben wir dreimal. Haben wir viermal. Und natürlich noch ein fünftes Mal. Wieder Licht des Untergangs. Gibt uns wieder ein kostenloses Konto. Gibt uns wieder leider die Aufgabe, jemanden zu heilen. Eventuell. Teil ist zum Beispiel mit Auren, würde ich es nicht heilen, aber Wacker wahrscheinlich. Ja, Wacker muss ich jetzt natürlich wieder heilen. Also, müssen ist immer so eine Sache, aber doch. Ist an der Zeit. So, das heißt, wir machen erstmal kurz wieder Anti-Z. Genau, Wacker. Wir machen, solange wir noch Zeit haben, Wacker nochmal mit Fikra. Wieder ein bisschen fit. Und dann kann Wacker ja erstmal den Richter angreifen. Und genauso wie Tidus. Womp. Und genauso wie Owen auch nochmal. Meine Güte. Meine Güte. Und natürlich den Arm rausnehmen, bevor er irgendwas macht. Kann böse enden. So, kommt pünktlich auch der rechte. Beziehungsweise der linke. Ist halt immer kompliziert. So, 2, 3. Und der Richter. Welche Überraschung, er macht wieder Licht des Untergangs. Oh mein Gott, wird es diesmal andere Folgen nehmen? Ich glaube nicht. Dreimal den rechten Arm. Den linken, wie auch immer. Das ist kompliziert, wie gesagt. Okay, haben wir 5-mal. Haben wir 6-mal. Haben wir 5-mal. Jetzt, natürlich. Ich habe die 4 ausgelassen. Anti-Z auf Tidus, bitte. Dann können wir auch erstmal nochmal eine... Oh, lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht. Greifen wir nochmal an. Sparen wir uns wieder die Heilungsrunde. So. So könnte man natürlich, wenn man die HP mitzählt, auch deutlich aggressiver spielen in den letzten Runden. Logisch, klar. Okay. Das ist mir aber trotzdem zu knapp. Ich werde den Arm rausnehmen, bevor der Richter dran ist. So weiß ich zumindest wieder, dass er in der nächsten Runde, also beim nächsten Mal, nicht in dem Zyklus ist. Okay. Beide Arme spawnen gerade nach dem Richter. Muss man sich immer merken. Also knapp nach dem Richter, vermute ich mal. Na, der linke Arm wird es bestimmt entweder jetzt oder nach dem nächsten Zug erscheinen. Ja, das war knapp. Das war knapp. Meine Herren. Okay, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Trotzdem sollte der rechte Arm erst danach erscheinen. Anti-Z natürlich auf Arwen. Da nutzt sich immer noch keine Heilung, das heißt, wir gehen immer noch auf den Richter. So.
Licht des Untergangs. Ganz normal, alles im grünen Lot. Nach wie vor. Überhaupt keinen Stress machen. So, 11.000 Schaden ist natürlich nicht unbedingt viel. Ist halt nicht mal ein Viehgrad, ist ja der Witz an der Sache. Deswegen die Taktik auch so gut funktioniert. Beziehungsweise so entspannt, sag ich mal. Gut ist was anderes. Vielleicht ein bisschen schneller wäre schön, aber naja. Lieber vorsichtig voranhangeln, als hier alles kaputt schlagen und dann sterben. Okay, wir heilen uns zuerst. Dann wird Tidus einfach mal den Arm zerschlagen. Dann wird wahrscheinlich auch gleich der rechte Arm dahinter erscheinen. Wupp. Übrigens bekommen wir sehr, sehr viele Dunkelkristalle und ähnliches nach diesem Kampf, weil wir halt sehr oft diese Arme zerstört haben. Okay. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und der letzte geht auf den Richter. Sechs. Bäm. Bleiben wir sie beide. Da ist der Richter tot. Und das, ja, mit einer Ekstase, aber ohne irgendein Item, abgesehen von den zwei und drei Geschirren. Aber sehr sichere Taktik, damit funktioniert es eigentlich. Muss ich bloß im Klaren sein, dass man darauf achten sollte, ja. dass man darauf achten sollte, wie denn die Gegner quasi stehen, ne? Also, wie die gerade spawnen. Und dann mal auch die Trophäe Beharrlichkeit erhalten. So muss es sein. 33 Dschungelkristalle, 14 Supersphäroide. Also wie gesagt, man könnte die HP mitzählen und kurz bevor der Richter stirbt, einfach fliehen. Bäm, 33 Dschungelkristalle, 14 Supersphäroide. Also alter Falter, ne? Und seine Waffen sind auch was Besonderes. Problem ist aber, man bekommt halt bloß eine. das ist das Problem. Ich weiß gar nicht. Der ist ja jetzt auch weg, soweit ich weiß. Ich wüsste nicht, dass er jetzt noch da ist. Wäre ja auch blödsinnig eigentlich. Ja. Also man kann ihn halt nicht zweimal besiegen. Schön wär's. Wäre schön, um zu grinden, auch wenn es immer eine Stunde dauert, aber in einer Stunde 33 Dschungelkristalle und ein paar Supersphäroide, das ist schon so eine gewisse Sache. Ja, die Rüstung, die wir von dem bekommen haben, war Tidus, ne? Excalibur, Hit Expander. Kann man durchaus umbauen. Die hat nämlich einen sehr hohen Grundwert, Grundangriffswert. Ich glaube, die hat 10. Die von den schwarzen Bestes hätte 5 und die normalen, die man so hat, hätten, glaube ich, 3. Also, ja, es lohnt sich, ne? Es lohnt sich. Aber wie gesagt, ich werde das nicht speichern. Der Richter wird am Ende des Perfect Games noch vorhanden sein. Aber ich werde euch natürlich jetzt noch zeigen, dass wir uns noch was kaufen können. Ich hoffe, ich habe genug Geld dafür. Ich denke schon. Und zwar in Luca. Haben wir jetzt, wo wir alles gemacht haben und alles gesehen haben und hast nicht gesehen, also auch den Richter muss man da mal gemacht haben, sonst gibt es da nicht alles zu holen, kann man sich jetzt wirklich endlich alles kaufen. Ich hoffe wirklich, ich habe genug Geld. Ist ja jetzt peinlich, wenn nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Das gehört aber mit in die Folge rein, deswegen, ne, kommt es halt mit hier rein. Weil es ist wirklich zu dem Endgame-Content gehört, wo danach nicht mehr sehr viel kommt. Nicht mehr sehr viel, also passiert nicht mehr sehr viel. Das ist halt wirklich jetzt Feierabendschluss vorbei. Ja, also klar, ich werde euch in den nächsten zwei Folgen noch ein bisschen was zeigen. Und da kommt auch dann nochmal, ja, sag mal, nochmal eine Auflistung, was ich jetzt nicht im Einzelnen machen werde, weil das alles Offscreen-Zeugs ist. Mein Gott. Schlagt mich tot. Ich habe nicht so viel Zeit, meine lieben Freunde. Wisst ihr doch. Und das nächste Let's Play soll ja auch irgendwann noch kommen. So, von den Kollegen kann man jetzt noch das Zeug kaufen. Ich war ja schon mal hier. Zum Beispiel von dem Musiksphäroide. Gesamtbetrag 138 insgesamt. Und wir kaufen uns einfach die 68. 38 habe ich gesagt, aber 68. So, danke. Das war's auch schon. Und bei dem ist das Ganze ähnlich. Man muss halt wirklich alles gemacht haben, 50 Bilder aufgenommen werden. Und dazu gehört auch unter anderem, dass man beim Richter gewesen sein muss. Klar doch. Bam. Und dann sollten wir jetzt auch die nächste Trophäe gleich bekommen. Mal gucken. Ah ja, genau. Für unsere Kunden, die alle Musiksphäroide erworben haben, gibt es eine Spezialedition.
Ja, diese Spezial gibt es nur als Komplettsatz. Wollen Sie sie kaufen? Ja, klar doch. Das sind halt nochmal drei weitere. Jetzt habe ich alle. Jetzt müsste auch, genau, die Trophäe erscheinen. Meine Güte. Das ist nur eine Bronzetrophäe. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weiß gar nicht, was die letzten drei sind. Wacker-Theme, Lied der Astra und Lulus Thema. Ist auch schön. Was zur Hölle? Halt, Moment. Ah ne, steht auch Thema da. Lied der Astra. So wie es Tides singt, wohlgemerkt. Das sind halt so Sachen, die man eigentlich... Weiß gar nicht, hört man das mal, das Lulus-Thema? Weiß ich gar nicht. Ach Quatsch, nächste Seite. Ein Wackers-Thema? Hört man, glaube ich, auch gar nicht. Das sind halt dann so Sachen, die man nicht eingesetzt hat im Spiel. Aber schön, dass es mit drin ist. Und wo wir schon mal dabei sind, bei Trophäen, ne? Zurück zum Empfang. Wo wir schon mal dabei sind, können wir aus Spaß auch gleich nochmal gucken, was wir jetzt noch nicht an Trophäen haben. Warte mal, wir haben jetzt 90%, da fehlt nicht mehr viel. Wir haben noch nicht das Ende, glaube ich. Deswegen ist sie auch versteckt. Das wär's dann aber auch, ne? Deus, Richter haben wir. Alles vervollständigt. Oh. Genau, dann dürfte das letzte bloß noch wirklich... das Ende sein. Ja. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Dam, dam, dam. Kann ich jetzt da mal kurz den Browser aufrufen und gucken? Ah ja, genau. Das Ende fehlt uns noch. Genau. Also wenn wir jetzt wirklich dann durchspielen, bekommen wir die letzte goldene Trophäe und damit haben wir dann auch die Platin-Trophäe. Das heißt, wir haben wirklich alles auch getan. Was man zumindest für die Trophäen tun muss. Und da gibt es natürlich eigentlich noch viel mehr zu tun. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich diesmal hier noch irgendwelche Sachen mehr eingeblendet habe und nicht nur das Spiel, das liegt einfach nur daran, dass ich das mit OBS aufgenommen habe. Weil, ja, so ein Richterkampf dann doch eine Weile dauert und ich dachte mir so, ja. Keine Lust dann halt irgendwie so eine 250-GB-Datei auf dem Rechner zu haben, schon wieder, vor allen Dingen, schon wieder. Ja, das wäre jetzt eigentlich das erstmal gewesen zu dem super langen Special. Bis dann, meine lieben Freunde, macht's gut und tschüss. Listen to my story. This may be our last chance.